zeige euch den ultimativen Powerland-Snack. Und zwar machen wir eine Smoothie Bowl. Das ist quasi ein Smoothie, der aber so dick ist, dass man ihn löffeln kann. Und er sieht noch wunderschön aus. Als allererstes brauchen wir Obst. Ich nehme heute Mango, Banane und Tiefkühlhimbeeren. Die Mango müssen wir schälen und vom Kern befreien. Das machen wir jetzt auch. Und zwar schneide ich hier knapp am Kern vorbei. Dann wird rautenförmig eingeritzt. So. Und jetzt der Krempeltrick. Jetzt müsst ihr die Würfel nur noch vorsichtig hier runterschneiden. Die schönsten Würfel behaltet ihr als Deko-Würfel. Der Rest ist wurscht, weil der wird eh püriert. Jetzt kümmern wir uns um die Banane. Und zwar erstmal die halbe, der Rest bleibt wieder zur Deko. Einfach rein. Jetzt brauchen wir noch ein paar Tiefkühlhimbeeren. Im Sommer könnt ihr natürlich auch frische nehmen. Jetzt brauchen wir natürlich irgendwas, was das Ganze in Wallung bringt. Und zwar nehmen wir dafür einen Schluck Milch. Dann Joghurt. Und damit euch das Ganze auch Power gibt, kommen noch ein paar Haferflocken dazu. Und für die Süße ein bisschen Honig. Jetzt werden wir das Ganze pürieren und zu einer dickflüssigen, pinkfarbenen Masse machen. Habe ich zu viel versprochen? Sieht ja wohl super hübsch aus. Ihr braucht natürlich eine Schüssel, die sogenannte Bowl eben. Da rein füllt ihr jetzt euren dicken Smoothie. Und jetzt kommt die Deko. Dazu schneiden wir die andere Hälfte von der Banane in dünne Scheiben. Und jetzt könnt ihr dekorieren, wie ihr es wollt. Ich lege die Bananen in eine Reihe. Dann kommen daneben ein paar Mangowürfel. Für den Crunch kommt Knuspermüsli. Und zwar mit weißer Schokolade mit in die Schüssel. Und zu allerletzt noch ein paar Himbeeren. Die tauen dann beim Umrühren ganz von alleine auf. Fertig ist die Smoothie Bowl und ich verrate euch ein Geheimnis, das schmeckt nicht nur super lecker beim Lernen, sondern ihr könnt damit auch auf Instagram total beeindrucken, weil wie schön das von oben aussieht. Guckt mal! Eigentlich möchte ich das Kunstwerk gar nicht zerstören, aber eigentlich auch schon. Boah, das schmeckt süß, lecker, knusprig und es ist auch noch total hübsch. Ich kann euch nur raten, euch damit den Lernalltag zu versüßen. Wenn ihr einen meiner Snacktipps verpasst habt, klickt doch hier auf die komplette Playlist. Ich freue mich diesmal ganz besonders über Nachmachfotos. Die Smoothie Bowls werden auch bei euch ganz, ganz hübsch aussehen. Ich bin mir sicher, schickt ein Foto unter dem Hashtag YamTamTam. Ich wünsche euch bis dahin ganz viel Glück bei euren Prüfungen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!